Vielleicht bist du im Kinderwunsch auch schon mal über das Spurenelement Selen gestolpert. Falls du aber nicht so richtig weißt, wieso, dann bleib dran. Ich erklär's dir. Selen ist ein starkes Antioxidant und kann Zellen vor oxidativem Stress schützen. Aber was ist eigentlich oxidativer Stress? In eurem Körper kommen freie Radikale vor und Radikalfänger. Und wenn ein Ungleichgewicht existiert und zu viele freie Radikale vorhanden sind, dann kann das zu bestimmten Erkrankungen und auch zum Beispiel Entzündungsprozessen führen. Und Selen als Antioxidant ist ein solcher Radikalfänger und kann damit dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Auch Männer brauchen Selen. Wenn wir auf den Kinderwunsch gucken, müssen wir auch betrachten, welchen Einfluss Selen auf die Schilddrüse hat. Wir erinnern uns, die Schilddrüse ist super wichtig, auch für die Produktion von Sexualhormonen. Und deswegen ist es gut, dass Selen diese unterstützt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt übrigens, dass Frauen täglich 60 Mikrogramm Selen zu sich nehmen. Männer benötigen sogar noch etwas mehr, bei denen dürfen es 70 Mikrogramm sein. Gute Quellen für Selen sind Fleisch und Fisch. Allerdings gibt es auch vegetarische Quellen, wie zum Beispiel Champignons, Zwiebel und Kohlgemüse und auch Nüsse, ganz besonders die Paranüsse.